Es ist nicht leicht, sich in diesen Tagen die gute Laune zu bewahren. Viele schauen ja schon gar keine Nachrichten mehr, sondern nur noch Tagesschau. Heute-Show, Entschuldigung, ich wollte Heute-Show sagen. Ist ja schon Wahnsinn, wie sich das Land in den letzten 2 Jahren verändert hat. Können Sie sich noch an 2021 erinnern? Da war Bundestagswahl. Da konnten sich die Grünen und Annalena Baerbock ernsthafte Chancen auf das Kanzleramt machen. Heute dürfen die nicht mal mehr in den Heizungskeller. Die Ampelkoalition nannte sich damals völlig ironiefrei Fortschrittskoalition. Heute können die unter dem Motto Fortschrittskoalition als Fußgruppe beim Kölner Rosenmontagszug mitgehen. Olaf Scholz will jetzt in der Flüchtlingsfrage Härte zeigen, ausgerechnet da, wo es um Menschen geht, die Schutz brauchen. Warum hat er die Härte eigentlich nicht gezeigt, als es um die Kindergrundsicherung ging? Oder um den Klimaschutz? Oder bei der Aufklärung von Comex? Ja. Und dann noch die Schockmeldung der Woche. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ihre Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol überarbeitet und sagt jetzt, alle sollten Alkohol reduzieren. Auch ein Gläschen Wein oder ein Feierabendbier tragen nicht zur Gesundheit bei, sondern sind schädlich. Und da ist mir fast der Gin Tonic aus der Hand gefallen. Gönnt man uns denn jetzt gar nichts mehr? Oh, die Band. Herzlich willkommen. Danke. Trinkt ihr vor der Show eigentlich? Wir trinken? Nee, auf keinen Fall. Ah. Nee, nur währenddessen. Und du bist abstinent, Tobi, oder? Christoph, schon seit 2 Jahren tatsächlich. Seit 2 Jahren trinkst du nichts mehr? Nee, nichts. Nee, Respekt. Ich kiff so viel, ich habe gar keine Zeit mehr zum Saufen. Ja, da wird hier auch noch geklatscht. Ja. Alkohol ist Tradition in Deutschland. Wenn du Leute wirklich schocken willst, dann sag, wenn dir einer beim Grillen ein Bier anbietet, nein, danke, ich trinke nicht. Oh, da ist aber Schockstarre. Ich trinke nicht ist fast gleichbedeutend mit ich grille Hundewelpen. Dann bist du ein Außerirdischer, eine Drag Queen beim Parteitag der AfD. Viele sagen dann immer als Ausrede, ich bin mit dem Auto da. Ach so, ja, er ist mit dem Auto da, aber 1-2 Bierchen gehen doch immer. Damit die Hand nicht so zittert beim Schalten. Ich sage immer, sorry, ich bin schwanger. Und eins verspreche ich Ihnen, die schauen immer zuerst auf den Bauch. Das ist wirklich so. Ja, wer nicht trinkt, ist Spaßbremse. Mit Alkohol kannst du angeben, da kannst du am Montag ins Büro kommen und sagen, ich hab so einen Schädel da. Freunde, so einen Schädel. Am Wochenende, was hab ich gesoffen? 20 Tequila. Und der Kollege schaut um die Ecke und fragt, Gläser oder Flaschen? Ah. Toll, so ein Schädel, oder? Da kann man nichts mehr denken. Selbst der Neandertaler wäre nie auf die Idee gekommen, sich das ganze Wochenende mit dem Knüppel gegen den Schädel zu hauen, um am Montagmorgen rauszukommen und zu sagen, ich habe so einen Schädel. Alkohol macht dumm und gleichgültig. Und da sagen viele, weißt du was, kapiere ich nicht und ist mir auch egal. Ich lasse ihn die Zeit, der braucht ein bisschen, ich weiß. Aber nein, bitte, Freunde. Alkohol ist gerade hier in Köln ein Stück Heimat. Was wären unsere Innenstädte ohne sturzbesoffene Junggesellinnenabschiede? Da wanken einige durch die Innenstädte, von denen man sagen muss, die haben noch Restblut im Alkohol. Und dann hocken sie beim Oktoberfest nach der 10. Maß und sagen, ich bin gegen Marihuana. Marihuana macht weich in der Birne und am Ende können sie nicht mehr deutlich sprechen. Das WDR-Zwangsgebührenorchester. Hallo, wenn ihr mehr für die Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.